Hallo und herzlich willkommen zum neuen Let's Play von mir, dem Drago Basler. Skyrim Special Edition, auch ein bisschen besonders. Wir werden viel Rollenspiel machen. Wir werden eine Klasse nehmen, die nicht jeder spielt, vor allem sehr wenig wegen dem Aussehen. Und wir werden nicht mega Damage-Stil oder so, wir werden ein bisschen, ja, defensiver. Und wir werden eben alles zeigen. Ich werde alles machen, deshalb muss ich auch ein bisschen defensiver sein und mich einfach so ein bisschen auch um unser Aussehen kümmern. Deshalb mache ich auch defensiver, weil wer spielt schon mit Schild? Ich möchte mit Schild spielen, tut mir leid für die, die gerne offensiv hätten oder so. Ich würde auf jeden Fall aber auch Zauber benutzen. Aber das sind einfach die Lebens- und Buffs-Zauber, gell? Also starten wir mal mit neu im Spiel. Ich hoffe, es ist nicht zu laut, weil die Musik ist gerade schon ein bisschen laut bei mir. Aber bei mir ist immer alles laut, bei YouTube ist immer alles ein bisschen leise. Es tut mir leid, wenn ich ein bisschen zu leise bin, gell? Aber es sieht schon recht normal aus, also hier wurde noch nichts verbessert mit der Grafik. Und Endgame, ja, es ladet jetzt gerade noch ein bisschen lange. Ich freue mich riesig wieder in Skyrim zu sein, mit neuer Grafik. Oh. Ah, diese Nostalgie. Ist gar noch nicht so lange her, aber trotzdem bin ich wieder so im Nostalgiefieber. Ja, ich habe momentan Fieber, vielleicht ist es auch deswegen, aber... Ja, es ist einfach das beste Rollenspiel, finde ich, also immer noch. Ja, die Grafik ist jetzt gerade noch nicht so viel schöner. Aber vielleicht kommt es ja noch. Also ja, die Texturen sind nicht so verwaschen. Es sieht so aus, als würde ich das voll gemottet haben, das Hauptspiel. Es sieht nicht anders aus. Aber ich sehe, ich kann gerade gar nichts machen. Es war aber in Skyrim nicht, dass ich nichts machen konnte. Ich weiß es nicht. Hey, ihr da. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Ja, ich kann nicht zu dir schauen. Seid genau in den Steuerung ist kaputt. Der Kaiserlichen geraten, genau wie wir. Steuerung ist kaputt. Und wie dieser Dieb da drüben. Ja, ich kann nicht rüber. Verdammt, sollt ihr Sturmmäntel sein. Ja, jetzt muss ich mit dem Gamepad spielen. War alles in bester ich muss mit dem Gamepad spielen, das überhaupt nicht auch nicht geht. Aber immerhin geht das schon mal. Was ist denn los? Was Bail zurück? Ich will gern ohne... Ich will einfach ohne... Cursor Controller aus. Dankeschön. Richtig toll, aber das wenigstens. Aber das geht wie immer. Ja, doch, jetzt geht's. Wir wollen Lehrling Adept. Wir nehmen mal Lehrling. Weil wir müssen jetzt erst einmal anfangen. Und speichern im Menü. Ja. Brauche nicht. Vibration kann ich ausmachen. Empfindlichkeit muss ich auch nicht haben. Wieso ist der Controller eingestellt gewesen? Freches. Betester. Jetzt kann ich nichts wieder machen. What? Eieiei. Transparenz kann ich mal auch, also ganz machen. Und Untertitel möchte ich gerne an. Untertitel. Tiefenschärfe möchte ich voll machen. Und bei Audio mache ich es mal ein bisschen leiser. Einfach mal leise machen. So. Jetzt hoffe ich, geht's auch. Ja, es geht. Das Kaiserreich hat sehr uns gut. In Ruhe gelassen. Haben wir das Problem schon mal gelöst, ja? Nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können. Aber irgendwie muss noch ein bisschen die Lautstärke von den Stimmen höher. Ja, ich muss doch ein bisschen lauter. Eieiei, wenn man neue Spiele anfängt, hat man immer wieder das Problem, dass man etwas einstellen muss. Ja, red nicht so laut. Ihr da. Ihr und ich. Wir sollten nicht ich will die Grafik ein bisschen es anschauen. Sind diese Sturmmäntel, hinter ja, denen ist jetzt das nicht so schön hier. Ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern. Also die Lichteffekte sind schön, ne? Ruhe da hinten! Ruhe da hinten, ja, genau, du sagst es. Passt auf, also die Lichteffekte sind am schönsten. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Oha. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns?
Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber suchen gerne erwachsen. Ist das schön, wunderbar. Das kann ich habe alles auf Maximum übrigens eingestellt. So. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollen. Ui. Holmstadt. Ja, komme, du kommst aus Ruhigstadt. Ich komme aus Holmstadt. Quasi zu viel. General Tullius, der Scharfrichter. Tullius, Gut, bringen wir es hinter uns. Ich weiß jetzt gar nicht, welchen ich nehmen soll. Die Bella, Kynaret, das müsst ihr mir noch helfen, bitte, gell? Welche Fraktion soll ich annehmen? Ein Ding, der General Tullius. Das ist Altmeri-Bund, glaube ich, der Altmeri. Nein, das ist von Online. Das ist von Elder Scrolls Online. Einfach die Kaiserlichen und Elfen. Oder die anderen. Also es, wollt ihr die Linken oder die Rechten sehen? Links ist Kaiserlich und Elfen und rechts ist die Nordländer. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Die müssen Kinder zusehen, wie wir geköpft werden. Schlimm. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Ich habe schon Lust, auf den Berg zu gehen. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Das Matterhorn von Skyrim. Wir hören nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Du bist gleich geköpft, du Arme. Der hat Angst. Jetzt kommt der. Der hat Angst. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Hey, hallo. Nicht abhauen. Nein, du stirbst. Er wird. Boah, hat einen schöneren Tod gewählt. Wartet. Ihr da. Tretet vor. Muss ich? Sicher nicht. Nein. Hey, hallo. Wer seid ihr? Ich bin niemand. Was? Ich bin in Nord. Ich nehme wieder ein Karschit. Aha, hat gerade geladen. Kaiserlicher Hochelf. Ja, es ladet ein bisschen lange. Ah, jetzt ladet es nicht mehr so. Ein Dunkelelf wäre auch interessant. Ein Argonier wäre interessant. Nein, ja, ich mag sie nicht, weil sie keine Schuhe tragen können, der Karschit und Argonia. Entweder ein Ork. Ein Ork würde interessant sein, das habe ich mir jetzt schon ein bisschen so ausgedacht. Entweder Ork oder Rotwardone. Ich bin ja eigentlich einer, der gerne dunkle Leute hat, schwarze. Aber naja, die kenne ich jetzt langsam zu viel. Ich bin immer wieder mit dunklen Leuten zusammen, weil sie einfach sehr nett sind und wissen. Die sind einfach nicht in Europa aufgewachsen, wo es ja immer wieder vorkommt, dass Rassismus den Weg findet und so. Rotwardone sind eigentlich relativ gut. Ich glaube, die haben sogar Schwert. Ich nehme sowieso Schwert oder soll ich Äxte nehmen? Ich denke jetzt gerade nochmal Adrenalinschub oder Blutrausch. Ich glaube, Blutrausch ist nicht so gut. Blutrausch ist, glaube ich, dann, wenn man viel Schaden macht, aber wenig Verteidigung hat, oder? Ich nehme einen Rotwardone. Die sehen auch schön aus in diesem Spiel. Ja, ich nehm's. Danke, aber darf ich den nehmen? Ah, jetzt kann man wieder nicht steuern, hä? Danke, aber. Ah. Geschlecht nehmen wir eine Sie. Sieht aber auch gut aus, ne? Ich nehme ein R, es passt einfach besser. Ich werde sicher wieder ein Spiel nehmen, wo ich eine Sie nehme.
Oh, der sieht cool aus. Der hat so ein Backenbart. Der sieht so alt aus. Der sieht gut aus, den nehmen wir wahrscheinlich. Ja, die anderen sind eher so ein bisschen. Der nehmen wir, die Hautfarbe machen wir aber dunkel. Ne? Geht's nicht dunkler? Ne, es geht nicht dunkel. Wir nehmen dunkle Haut und das Gewicht machen wir natürlich schwer. Ne? Der Kopf, Gesichtsfarbe. Sollen wir dreckig machen? Ne, wir machen nicht dreckig, oder? Schmutz. Der Unterschied sieht eigentlich nicht gut aus. Narben machen wir auch keine. Narben machen wir keine. Nehmen wir eine Waffe. So sieht eigentlich recht gut aus. Nein, wir sind noch ganz neu. Wir dürfen keine Farbe haben. Aber uns anmalen können wir uns sicher mal ein bisschen, oder? Schön anmalen. Oh. Wieso? Ein Fress ins Gesicht. So. Voll die Hand ins Gesicht einschlagen. Nicht. Das sieht aus wie er, als er weinen würde. Nee, wir nehmen. Doch, es fehlt irgendwas. Wir müssen irgendwas nehmen. Ich nehme die Fresse ins Gesicht. Ich nehme die Fresse ins Gesicht, ey. Nasenal. Ja, da müssen wir eigentlich nichts einstellen. Außer vielleicht... Ja, die Augen nehme ich. Augenfarbe nehme ich. Blau sieht recht hässlich aus. Gelb können wir nehmen. Aber blaue Augen bei Dingen nicht. Eigentlich müssen die braune haben, hä? So. Und Braue. Brauenart nehmen wir irgendwie schönere. Ja? Und zwar so hochgerunzelt. So, Brauenhöhe. Nehmen wir so, Brauenbreite ist nicht so groß, nicht so breit. Doch, wir müssen breit nehmen, sieht zu hässlich aus und so. Braunlänge. Mundform. So. Mundhöhe lassen wir mal. Mundvorstand. Lippenfarbe. Irgendwie so ein bisschen heller, aber nicht allzu hell. Ja, machen wir so. Hä? Und die Haare müssen unbedingt. Oh, Raster. Machen wir Raster. Sieht nicht so gut aus. Sieht schon schöner aus, oder? Was sollen wir nehmen? So, hä? Das sieht mega schön aus, irgendwie. Das passt so zu einem wilden Krieger. Aber ich sehe gerade nicht, was ich nehmen soll. Es ist alles so dunkel. Ich hätte gerne dunklere Haare. Ein dunkler Bart. Oder einfach so. Ich sehe fast nichts. Wir hätten da ein bisschen mehr Licht hinbauen sollen. Gibt es eigentlich auch Stoppel? Nur Stoppel? So etwas? Nicht so etwas nehmen? Ich glaube, ich nehme das. Hä? Also Haarfarbe kann ich auch noch ändern. Machen wir graue Haare. Das sieht cool aus. So richtig blonde Haare. Nein, ich nehme schwarze Haare, aber schöne schwarze Haare.
das. So richtig schwarze Haare. Okay, dann habe ich das fertig. Jetzt muss ich nur den Knopf drücken. Ja, er? Nice. Habe ich doch eher gedrückt. Drago. Ich will aber nicht nur Drago nennen. Ich nehme Black Drago. Also Black Dragoon. Black Dragoon. Der Wächter der Drachen. Was macht ihr hier, Rotwardone? Seid ihr ein Söldner? Ein Seemann von Stros Mackay? Nein, hier stimmt etwas nicht. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Stimmt nie was nicht. Zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Das Pferd ist ein bisschen weit im Weg. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Hammerfell zurückgebracht werden. Was? Folgt ich werde nicht sterben. Ich werde doch nicht sterben. Gibt's zu. Pff, dann packt ihr noch ein bisschen nach rechts. Eieieiei. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Ja. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Ja, so sicher nicht. Zuerst müsst ihr die Drachen besiegen. Was war das? Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Es war meine Unterhose, ja, sie hat geschissen. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der Hals der Welt auf euch ruhen, während wir eure Seelen Ethereus. Ich will da doch noch holen. Carlos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Das Haus ist gar nicht sichtbar, das ist sichtbar. Nee, sieht kommt, nicht aus. Ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Ich auf der anderen Seite. Ein bisschen, ich glaube genau in die andere Seite ist das Gebäude. Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Tötet ihn nicht! Tötet ihn nicht! Ihr dürft ihn nicht töten! Nein! Sensored. Ich kann nicht mehr rüberschauen. Kaiserlichen Dreckskerle! Ich will den Drachen schauen. Komm, Drache. Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Eigentlich möchte ich mich schon irgendwie ein bisschen den Ding anschließen. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Den ich rechts, gesagt, also den Sturmmänteln, aber zum Block, Gefangener. Schön weiter. Ihr dürft es entscheiden. Entscheidet ihr es Sturmmantel oder Kaiserlichen? Also wollt ihr links sein, linksradikal oder rechtsradikal? Ich wäre am besten gar keine. Was beim Reich des Vergessens ist das denn? Also wir können sonst mal einen Speicherplatz machen, wo wir einfach mal vorbeiten sind. Wir können dann mal laden. Wie ist das möglich? Ist er süß, er hat so schönes Mundgeruch. Nein! Ich will nicht sterben. Liebe Leute, rettet mich. Rettet mich. Ich bin zu einem Meg-Pussy. Hilfe! Hilfe, rettet mich! Die haben mein Pferd getötet. Die haben alle Pferde getötet. Jeez. Ich will Fußball spielen. Ich will doch Fußball spielen. Mann, oh, ich darf kein Fußball spielen. Dann spielen wir nachher mit Käse Fußball, ne? Ja. Dann muss ich halt hier. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin muss. Ja, komm schon. Boah, das ist Blut. Alle sterben. Könnten die Legenden wahr sein? Ich bin eine Pussy. Legenden brennen keine Dörfer nieder. Wir müssen los. Jetzt. Ich kann automatisch rennen. Okay. Los. Schleich. Ich klaue etwas. Oh, die Hände sind gefesselt. Sie werden beide tot. Wir müssen nur einige von... Bäh. Mundgeruch. Es wird schon orange, das Mundgeruch. Man bekommt immer Schaden über.
Armin, komm, kleines Kind, komm. Nein! Es burnt den Boden ab. Hilf mir. Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt. Hallo. Hadvar. Ist der Hadvar. Ich weiß, dass du der Hadvar bist. Er steht da. Er steht da. Hallo. Jetzt lass mich in Ruhe, Drache. Du musst nicht auf mich gehen. Uah. Ich hab gesagt, nicht auf mich gehen. Es ist immer unfair in den Spielen. Alle gehen auf mich. Es ist immer so unfair. Ich habe aber Angst. Ich habe Angst. Gib mir mal Items. Ich will Items haben. Gib mir mal Items. Boah. Die sind mega gut. Also die Hände sind beleuchtet jetzt und so. Also die Grafik ist schon viel besser. Aber ein bisschen schwammig manche Sachen. Also das ist immer noch recht schwammig. Naja, Hauptsache wir können wieder Skyrim spielen. Wir haben wieder einen Grund zu spielen. Auch wenn ich ein bisschen zu spät bin. Schön. Ich hoffe, der Drache bringt euch alle nach Sofengarde. Also ich gehe mal mit Hadvar mit, hä? Oder soll ich mit ihm? Ich gehe, glaube ich, mit ihm. Ich gehe mit ihm mit. Also ich bin mal mit ihm mitgegangen, weil, naja, ich habe in meinem letzten Let's Play das mit dem Hadvar gemacht. Das könnt ihr ja auch noch schauen. Hm. So. Wir sehen uns dann in Sovngarde, Bruder. Ja, die haben etwas mit Sovngarde. Offenbar sind wir die einzigen, die es geschafft haben. Ja. Das Ding war ein Drache. Kein Zweifel. Genau wie in den Kindergeschichten und Legenden. Die Vorboten des Endes aller Tage. What? Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Übertreib's doch mal. Ich bin ja der Held. Hier. Oh. Ihr könnt euch Gunjas Kran. Das nächste Mal musst du schneiden, nicht nur die Klinge an mich heben. Na schön. So. Eisenkrieg, sagst Fellstiefel. So, die Lumpen brauchen. Die Rüstung an und schwingt die Axt. Ich werde versuchen, einen Weg hier herauszufinden. Ja, die ist verschlossen. Hört sich so komisch an. Versuch mir es mal beim Tor. Hört sich irgendwie ein bisschen behindert. Kann ich hier drauf sitzen? Hier kann ich hinsetzen. Verdammt. Ich setze mich jetzt hin. Boah, wie ich aussehe. Nein, ich wollte es nicht aufnehmen. Kommt schon, Soldaten. Ich muss es aber aufnehmen. Öffnet dieses Tor. Hallo. Überraschungsmoment. Ich werde dich töten und dich haben. Und voll eins in die Fresse. Ja, die sind eigentlich stärker. Ah, ein kaiserliches Schwert will ich ja nehmen. So. Noch ein kaiserliches Schwert, ja. Versuch doch mal die Tür zu öffnen. Also so haben wir Ego. Perspektive. Und wir nehmen mal zwei Schwerter. Hä? Ja, einen Krug können wir wieder rausschmeißen. Fallen lassen. So. Tschüss. Jetzt haben wir zwei Schwerter. Aha. Ja, aber hier haben wir nichts. Ja, auf der anderen Seite geht's weiter. Kaiserlicher Helm. Ich glaube, Helme haben wir noch nicht. Hier unten ist immer ein Buch, aber ich komme nie dran. Man kommt nicht dran. Kommt nicht an dieses Buch, das ist so unfair. Aber Mischtaktik. Wir brauchen doch Mischtaktiken für unsere Shisha. Das ist doch wichtig. Aber an dieses Buch komme ich nie dran. Das ist immer so, dass ich nie dran komme. Ich möchte gern wissen, was das für ein Buch ist. Das ist schon wichtig. Nehmen wir ein bisschen Alkohol mit. Das ist immer wichtig.
ein Eisen. Also sonst ist ein kaiserliches Schwert, dann nehmen wir ein Eisenschwert noch mit. Und hier haben wir eben noch einen zweiten Schlüssel für Helgen. Das ist immer wichtig. So, dann haben wir alles. Ah, nein, ich will eigentlich rennen. Mit welcher Taste kann man rennen? Habt ihr einen Schlüssel gefunden? Versucht die Tür damit zu öffnen. Was, mit Alt kann man rennen? Das ist doch mega schlecht voreingestellt. So, noch ein bisschen Kohl mit. Kohl ist immer wichtig. Kohl kann man unsere Eier. Lassen wir das. Aber Salz ist wichtig. Salz ist immer wichtig. Sudeli. Dann probieren wir uns weiter anzuschleichen. Vorsicht! Oh! Drache, jetzt mache ich das kaputt. Wer repariert denn das hier? Schnappt euch alles, was wichtig ist, und dann weg von hier. Der Drache äschert alles ein. Ich muss nur noch ein paar Tränke zusammenpacken. Für Ulfric und Himmelsrand. Sturmmänner. Was? Greift doch nicht einfach alles an. Jetzt bringt es zu Ende. Genug, genug. Hier auf eurer Seite. Splatter-Effekte. Ein Lagerraum. Seht nach, ob hier irgendwelche Zaubertränke. Vielleicht arm. Was habe ich denn eigentlich noch nicht? Also ich habe ja jetzt hier Fußlappen, leichter Helm, Fellstiefel. Ja, dann brauchen wir nur noch die Armschienen. Ja. Und hier haben wir sogar kaiserliche Rüstung, nehmen wir die. Ja. Ah ja. Ja. Jetzt haben wir keine Afrofrisur mehr. Die ist einfach unten drunter, aber. Tja. Müssen vielleicht für ein Rollenspiel oder so noch ein bisschen ändern. Das willst du einfach wieder ausziehen oder so etwas. Aber es ist halt ein bisschen blöde, wenn wir hier immer wieder Probleme haben mit dem Afro. Ich will nicht den Afro kaputt machen. Das geht mal gar nicht. Das ist immer unfair. Immer unfair. Ständig geht unsere Afro kaputt. Heieiei, diese blöden Helme. Lassen mich ohne Afro herum spielen. Nee, heieiei. So, also müssen wir Tränke schnappen. Ja, das ist ein Gaipirinha. Das ist irgendwie ein Wodka. Oh, noch ein bisschen. Whisky, oh. Mehlsack, Tomaten nehme ich mit, auch wenn sie hässlich aussehen. Salz immer mitnehmen, das ist wichtig. Wir brauchen sehr viel Salz für diese Potten, ungewürzten, hässlichen Speisen und Tränke. Nein, Tränke nicht. Das ist ein Salzgetränk. Man macht kein Getränk in Salz rein. Fertig? Nie Salz rein. Dann gehen wir weiter. Oh, das ist schön. Blut eines Trolls. Es ist eine Folterkammer. Hört ihr das? Komm schon. Fast nichts gesehen. Ein Stahldolch. Folterkapuze. Die ist doch einzigartig, oder? Und die ist einzigartig, habe ich noch nie im Game gesehen, oder? Sei das Kaiserreich. Er ist ein bisschen blöd, aber hier haben wir endlich ein Schild. Eisenstein-Kolben. Nehme ich mit. Ah, oh, schön. Dietriche haben wir bekommen. Seht zu, ob ihr das knackt. Möglicherweise brauchen wir das Gold, wenn wir hier rauskommen. Okay. Schnappt euch etwas Nützliches und dann los. Nichts mehr, der redet zu viel. Oh, du hast eine Frau getötet. Eieiei. Zuerst möchte ich mal kurz mich anschauen. Oh, sehe ich schön das. Nein, ich will jetzt wieder zurück. Hallo. Genau. Objekte, Waffen.
Eisensteinkolben stärker, aber... Na komm, Eisensteinkolben. Bekleidung nehmen wir das Schild, ja? Und sonst haben wir eigentlich nichts Besseres, gell? Ja. Eisensteinkolben. Ja, ist ein bisschen langsamer. Okay, wir haben es geschafft. Gold, bringen Magikertränke. Einen wir auch mit, weil es verzaubert ist. Und Funken. Können wir gleich mal ausrüsten. Aha, ich mache immer die falsche Taste. Muss es eventuell noch um. Die Taste ist nicht so toll. Für, ja, Eco-Shooter-Modus oder rauszoomen, ne? Perspektive ändern, ist es nicht so toll. Da wir sowieso bald schmieden, machen wir das mal weg. Ja? Kann ich jetzt nicht. Doch, bitte. Aha. Die Almer sei ich hier. So. Haben wir auch geschafft. Prima, prima. Ne? Ja, ich bin geübt in Skyrim. Also ihr werdet auch gute Sachen von mir sehen. Aber ich spiele eigentlich meistens so, dass ich nicht so erfahren bin, weil ich will ja euch auch das teilen. Ich will ja euch nicht zeigen, oh, ich kann das so gut spielen. Ich möchte schon eigentlich so spielen, dass es halt auch ein bisschen rollenspielartig halt unerfahren ist. Olaf, Ralulf, Ralulf. Der Befehl lautet Ralulf. Zu warten, bis General Tullius hier ist. Rolf und Ralulf. Ich kann nicht abwarten, bis wir so den Gürtel nicht nehmen. Verlass du! Ist mir. Das werden wir. Oh, da kommt einer. Fette Rüstung. Ich weiß, dass ich keine Ausdauer habe, aber trotzdem werde ich dich vernichten. Ja, da ist wieder das gleiche eigentlich. Eisenpfeil. Ein Langbogen mit. So, der hat schon wieder ab, ey. Die sind immer zu schnell. Ich will auch töten. Ralof, lass mich in Ruhe. Ich töte jetzt diese zwei. Nicht du. Genug. Den habe ich schon mal getötet und der hat sich. What the fuck war denn das? Was war denn das für ein Angriff? Oh, ich nenne es Touchdown! Ich bin einfach mal im Baseball. Ich habe den besten Schlag gemacht. Damit töte ich die Drachen. Mal sehen, wo das hier hinführt. Ja, dafür musst du nicht stoppen. Sag's doch einfach. Eieiei. Manchmal habe ich so das Gefühl, die Leute haben ein paar, ja, Probleme. Einfach mal ein paar Probleme hier mit diesem Spiel. Die Leute sind immer so ein bisschen... Gott, dann kommen wir nicht mehr zurück. Shit. Ich höre es richtig so, ich muss mal das machen. Das ist eigentlich einfach mal der Sound ein bisschen noch anpassen. Effekte mache ich runter. Stimmen lasse ich hoch. Fußstapfen mache ich runter. Musik mache ich runter. Mache ich mal ein bisschen weiter runter. So. Und dafür Gesamtlautstärke höher, damit wir die Stimmen besser hören. Und wir speichern mal mit dem Spielstand. Komm jetzt runter, du bist immer zu spät. Eieiei. Los jetzt, vorwärts. Ich gehe mal hier links. Ja. So, Alt tue ich wieder. Mit Alt rennen geht gar nicht. Also ich muss mich noch umskillen. Die Gameplay. Ich
Weichen. Ah, die Steuerung noch stimmt. Also die Steuerung mache ich so, dass ich mit F tue ich die Dinger ziehen. So. Und mit Schrei und Macht mache ich auf Q. Und mit Ding tue ich Sprinten, Shift. Siehste? Geht doch viel besser. Ja, geht viel besser. Auch wenn er ein bisschen ruckelig springt. Wieso aufpassen? Ich will nur den Trank nehmen. Ich bin ja der daran stirbt, oder? Du überlebst alles. Du bist unbesiegbar. Das Spiel macht einfach alle Story-Charakter unbesiegbar. Eieieiei. Keine Sorge. Wir werden schon irgendwie hier rauskommen. Ja, das sagst du mit deiner Scheiß-KI, ja, ja. Eieiei. Oh nein. Kommen jetzt Spinnen? Das lobt mich einfach. Ich muss wieder alles machen. Sehe schon blutiger. Ich hasse diese verdammt. Okay, immerhin hat er eine Frostbiss-Spinne besiegt. Dieser Schwächling. Alles sind Schwächlinge in diesem Game. Ich bin natürlich der Beste. Ich muss immer der Beste sein. Ich finde es unfair. In jedem Spiel muss ich der Beste sein. Ah. Ja, wir sammeln einfach alles. Alles sammeln. So. Und weiter geht's. Stimmt, jetzt haben wir... Das ist auf diese Taste. Ich muss das nochmal umändern. Nur kurz schnell umändern. Ziehen auf E. Ach so. Okay, dann lass ich's. Dann lass ich's lieber. So, Dele. Oh. Jetzt kommt da so eine fette Kuh. Mann, ist die dick, Mann. Ist die dick, Mann. Diese Bären ist dick, Mann. Halt! Direkt vor uns ist eine Bärin. Ja, seht ja. Ihr sie? Nein, ich sehe sie nicht. Ich schaue nicht, jetzt lieber nicht auf sie. Jetzt will ich zuerst mal den Helm ausrüsten. Wo ist der Helm? Da. Er ist sogar besser, sehr gut. Ja? Ihr vorbeizuschleichen. Immer schön langsam. Und passt auf, wo ihr hintretet. Oder wenn ihr meint, heute sei euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Vielleicht überrumpelt ihr sie. Ach komm, wir gehen einfach auf ihn zu. Ich folge und gebe euch Deckung. Ja, ja, du gibst nie Deckung. Ha! Das nennt man Glitching. Da hat die Kölle einfach mal drin geglitscht. Eieiei. So, los jetzt, hopp. Vorwärts laufen Sie, Herr Rudolf. Rudolf von Santa Claus. Oh, ich wurde wieder. Ja, das Ragdoll ist ein bisschen verglitscht. Das tut mich immer weh, wenn ich irgendwo rübergehe. Das scheint der Weg nach draußen zu sein. Ich wusste, ja. Wir würden es schaffen. So, aber was uns draußen passiert, das sehen wir dann im nächsten Part. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen und ich möchte kurz nochmal mich anschauen. So, im nächsten Part geht's weiter beim Dragon Battlers Let's Play zu Skyrim, der Special Edition. Und wir werden alles erkunden, wir werden ein Rollenspiel machen und viel Spaß haben. Bitte unterstützt mich ein bisschen, schreibt mal, was ihr so sehen wollt. Was ihr am Anfang sehen wollt und so weiter. Und welche Fraktion wir beitreten sollen. Es ist immer so eine blöde Entscheidung, oder? Also tschüss, liebe Leute, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.